Das neue Keysight HD3 Oszilloskop. Jetzt bei DataTech Unboxed. Hallo und herzlich willkommen zur Präsentation des neuen Keysight HD3 Oszilloskops. Mein Name ist Frank Heller. Ich bin Business Development Manager bei der DataTech. Und ich möchte Ihnen jetzt die wichtigsten Funktionen und Features dieser neuen Oszilloskop-Serie zeigen. In späteren Videos zeigen wir Ihnen Beispiele aus der Praxis, damit Sie sehen können, wie selbst die kleinsten Signale auf dem HD3-Oszilloskop aussehen, sowie praktische Demos für wichtige Anwendungsfälle, wie zum Beispiel die Prüfung von Stromversorgung. Mit einem neuen speziellen ASIC und dem 14-Bit-ADC bietet das HD3 die vierfache vertikale Auflösung bei der Hälfte des Grundrauschens vergleichbarer Oszilloskope in seiner Klasse, was die genaue Darstellung des gemessenen Signals ermöglicht. Dieser neue spezifische ASIC sorgt für unvergleichliche Geschwindigkeit. Keysight hat das HD3 mit einer Technologie ausgestattet, die bisher nur in den Hochleistungsoszilloskopen Infinium MXR und UXR verfügbar waren. Das Ergebnis ist die vierfache Auflösung bei der Hälfte des Rauschens. Das HD3-Oszilloskop verfügt über die höchste Signalintegrität seiner Klasse. Es ermöglicht Ihnen die Sicherstellung der Produktqualität durch die Fehlersuche in kleinsten Signalen jenseits des Rauschens in verschiedenen Anwendungen, einschließlich Unterhaltungselektronik, Stromversorgungsprüfungen, Automobilbau, Gesundheitswesen sowie Luft- und Raumfahrt und Verteidigung. Der Spezial-ASIC ermöglicht es Ihnen, schwer fassbare Störungen mit der schnellsten kompromisslosen Wellenformaktualisierungsrate von 1,3 Millionen Wellenformen pro Sekunde zu erfassen, wodurch Sie mehr Informationen über Ihr Signal auf dem Bildschirm sehen können, ohne die Leistungseinbußen anderer Oszilloskope auf dem Markt in Kauf nehmen zu müssen, wenn Sie zum Beispiel mehr Kanäle hinzufügen, mathematische Funktionen dazu schalten oder automatisierte Messungen machen. Zusätzlich zum Zone Touch Trigger, bei dem Sie einfach mit dem Finger ein Rechteck auf Display zeichnen können und die Zone aktivieren, sodass das Signal dort durchführen soll, bietet das Oszilloskop HD3 auch die Möglichkeit des Fault Hunters, bei dem Sie ganz einfach automatisiert nach Fehlern suchen können, die nur sporadisch auftauchen. Mit 25 mal mehr Speicher als der Vorgängergeneration und einem segmentierten Speicher können Sie längere Signalformen gleichzeitig erfassen und analysieren. Dies ist ideal für Anwendungen in der Automobil-, Luft- und Raumfahrtindustrie. Die neue Benutzeroberfläche ermöglicht es Ihnen, die Bandbreite des HD3 von bis zu 1 GHz, 2 oder 4 analoge Kanäle und 16 digitale Kanäle für Mix-Signaldesigns optimal zu nutzen. Sie können ein Raster verwenden, um bis zu 4 unabhängige Signale anzuzeigen und die Skalierung individuell zu steuern. Auf der Vorderseite befinden sich nach wie vor alle wichtigen Knöpfe und Tasten. Es gibt sogar eine Schaltfläche Bildschirm speichern. Die obere Leiste bietet Ihnen einen schnellen Zugriff auf die wichtigsten Funktionen des Oszilloskops. Kanäle, Wellenformintensität, Horizontal, Acquisition, Favoriten, die Sie selbst einstellen können, und Triggermenü. Beachten Sie die Plus-Schaltfläche. Damit können Sie Kanäle schnell ein- und ausschalten, einschließlich Mathematik, Referenz, FFT und Digital.
Schauen Sie sich an, wie ich eine FFT mit einem einzigen Klick einschalte. Der Zonentrigger ist besser denn je. Jetzt können Sie bis zu 4 Zonen einrichten und jede von Ihnen kann eine eigene Quelle haben. Triggern ist nicht länger eine Herausforderung. Wenn Sie einen Kasten zeichnen können, wissen Sie bereits, wie man das macht. Schließlich ist Fold Hunter zum ersten Mal auf InfiniVision Scopes verfügbar. Mit einem einzigen Klick sucht Fold Hunter nach Glitches, langsamen Kanten und Runs. Während Sie eine Tasse Kaffee trinken, kann Ihr Oszilloskop Probleme mit Ihrem Device an der Test für Sie finden. Oder Sie können Fold Hunter das ganze Wochenende laufen lassen, um seltene Probleme zu finden. Stellen Sie sich vor, Sie kommen am Montagmorgen mit einem Bericht, der genau zeigt, wie diese seltsame Störung auftritt, ohne dass Sie etwas dafür tun müssen. Wenn der Fold Hunter seine Arbeit beendet hat, können Sie den Fehler einfach in Ihren Trigger kopieren und schon erhalten Sie automatisch immer die Stelle des Signals, an der Fold Hunter eine Anomalie festgestellt hat. Wie ich bereits erwähnt habe, werden wir einige der Anwendungen in späteren Videos demonstrieren, um Ihnen die Vorteile der hohen 14-Bit-Auflösung, die schnelle Update-Rate oder auch den Fold Hunter zu zeigen. Aber hier sind einige Praxisbeispiele dafür, warum eine hohe Signalintegrität bei einem Oszilloskop wichtig ist. Bei der Prüfung von Stromversorgung kommt es auf jedes Mikrovolt an. Da Mikroprozessoren und Mikrocontroller immer weniger Strom verbrauchen, sind die in der Industrie erforderlichen Stromversorgungspegel von 5 Volt vor einem Jahrzehnt auf heute nur noch 0,9 Volt gesunken. Und so können selbst kleine Wellen und Störungen, die bei 5 Volt unerheblich waren, jetzt die Quelle von Fehlern sein, die Geräteabstürze, Neustarts und mehr verursachen. Das Keysight HD3 hilft Ihnen, diese Störungen zu finden, sodass Sie durch eine Änderung des Produktdesigns so früh wie möglich im Produktentwicklungszyklus diese beheben können. Aus diesem Grund benötigen Ingenieure und QS-Teams bei der Entwicklung von Produkten die Präzision von 14-Bit und ein möglichst geringes Grundrauschen, um sicherzustellen, dass sie die kleinen Wechselstromsignale, die sich über die großen Gleichstromsignale legen, messen und erkennen können. Das niedrige Grundrauschen des HD3 von weniger als 50 Mikrovolt, selbst bei voller 1 GHz Bandbreite, stellt sicher, dass das Signal, das Sie messen möchten, nicht durch das 2- bis 5-fach höhere Rauschen anderer Oszilloskope verdeckt wird. Die Überprüfung von Designs von batteriebetriebenen medizinischen Geräten ist ein weiteres Beispiel, bei dem Sie Signale mit höchster Genauigkeit messen müssen. Durch den Einsatz eines tragbaren Oszilloskops mit höchster Signalintegrität und einem der ersten 14-Bit-ADCs in dieser Klasse können Sie das gewünschte Signal hereinzoomen und Wellenformdetails genauer erkennen. Buchen Sie noch heute einen kostenlosen Vorführtermin und lernen Sie die außergewöhnlichen Möglichkeiten der neuen Keysight HD3-Serie direkt in Ihrem Labor kennen. Gehen Sie auf www.datatec.eu oder rufen Sie meine Kollegen unter 07121 515050 an.